Wir müssen verhindern, dass die Intensivstationen voll und überlaufen. Und deswegen steht es. Bitte verbreiten Sie keine Viren und keine Lügen. Stattdessen müssen wir testen, testen, testen und vor allem in Kindergärten und in Schulen. Bitte halten Sie den Mund, Sie haben keine Maske auf und verbreiten Viren auch durch lautes Rufen. Ja, ja, ja. Ich habe keine Rede, weil ich hier das Rederecht habe jetzt und nicht Sie. So, aber jetzt ist die Rednerin dran, Frau Schulz-Asche, bitte. Ach, Sie sind manchmal so, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll. Sie sind auf jeden Fall keine Demokraten. Und das ist das Schlimmste, was uns hier in diesem Hause passieren kann, dass Sie freien Raum haben, Ihre Lügen und Ihre Hetze hier zu verbreiten. Wir brauchen keine Rassisten. Entschuldigen Sie mal bitte, ich habe gerade im Bereich des Infektionsschutzes jahrzehntelange Berufserfahrung. Ich weiß, wovon ich rede, im Gegensatz zu Ihnen, die dieses Land zerstören wollen.